Dann herzlich willkommen zum Workshop vom Ich zum Wir, Potenziale neuer Mobilitätskonzepte. Mein Name ist Ruth Blank, ich übernehme heute die Moderation. Genau, ich arbeite beim Öko-Institut auch seit 3 Jahren, hauptsächlich im Bereich Szenarien, Maßnahmen. Und Thema ist, denke ich, hochaktuell und spannend. Wir sehen draußen, es gibt immer mehr neue Angebote, es passiert ganz viel. Ständig kommen neue Anbieter auf den Markt, der Markt ändert sich, flexible Angebote kommen dazu. Und dieses ganze Themenfeld wollen wir heute diskutieren. Und dazu haben wir 3 spannende kurze Inputs von jeweils etwa 10 Minuten. Und danach genug Raum für eine Diskussion, wo wir uns eigentlich auch eine aktive Beteiligung von allen hier im Raum Anwesenden wünschen. Also ich hoffe, wir kriegen so eine Arbeitsatmosphäre dann hin. Und genau, zwischen den Vorträgen daher vielleicht nur maximal kurze Verständnisfragen, inhaltliche Diskussion dann im Anschluss. Beginnen wird meine Kollegin Wiebke Zimmer, stellvertretende Bereichsleiterin im Bereich Infrastruktur und Unternehmen und Projektleitung im Projekt Share. Als nächstes hören wir dann die kommunale Perspektive von Michael Glotz-Richter, von der Stadt Bremen und bekannt für das Engagement mit den Mobilpunkten. Und dann den Abschluss bildet Konrad Götz vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt, langjähriger Forschungspartner von uns auch im Projekt Share. Und ja, dann würde ich direkt übergeben an Frau Zimmer. Ja, auch. Das ist gut, super. Ja, auch von mir, dass ich hier den Input, den ersten geben darf, nur so einen kurzen Überblick über die Frage, ja, Mobilitätskonzept. Wie läuft hier los? Okay. Nee. Ist nicht meine. Super, es funktioniert. So viel zur Digitalisierung, mit der ich gleich anfangen möchte. Das ist nämlich ja, eigentlich so eine grundlegende Änderung der Möglichkeiten an Informationsbeschaffung und Austausch, sich in den letzten Jahren vollzogen hat, was auch dazu beiträgt, dass eben Echtheitsinformationen über den eigenen Standort, den Standort von Fahrzeugen, der Verfügbarkeit der öffentlichen Verkehrsmittel, der Abfahrten etc., das wissen Sie alles, immer und überall auch per Smartphone zur Verfügung steht. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, gleichzeitig eben auch diese Generation gerade heranwächst, für die das alles so selbstverständlich ist und denen eben genau diese digitalen Informationssysteme eigentlich flächendeckend zur Verfügung stehen. Und das ist ein bisschen Grundlage für neue Mobilitätskonzepte. Und ein wesentlicher Baustein dieser Mobilitätskonzepte ist sicherlich auch Carsharing. Darauf werde ich jetzt ein bisschen eingehen, nämlich hin zur, was haben wir gesagt, Potenziale neuer Mobilitätskonzepte. Da ist ja zum einen die Frage nach dem Nutzerpotenzial. Was man hier sieht, die Abbildung soll nur so indikativ zeigen, das ist eine Abbildung vom Bundesverband Carsharing, wie dynamisch dieser Markt ist. Ja, es sind neue Angebote, flexible Angebote auf den Markt gekommen, die konventionellen oder die klassischen Carsharing-Angebote ergänzen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass durch diese Dynamik oder diese Dynamik zeigt auch, dass neue Nutzergruppen, zum Teil auch autoaffine Nutzergruppen, erschlossen werden. Es gibt ein steigendes Nutzerpotenzial. Und was uns als Öko-Institut natürlich interessiert, ist die Frage, so, Carsharing, schön und gut, wie umweltfreundlich ist das eigentlich? Oder leistet das einen Beitrag zur Entlastung des Verkehrs? Da gibt es 3 Faktoren, die ausschlaggebend sind. Zum einen, ich habe das so ein bisschen versucht zu gewichten, durch die Größe der Schrift, ist der eine Punkt Pkw-Besitz. Wenn man sagt, okay, es gibt mehr Leute, die irgendwie Carsharing nutzen und selten einen eigenen Pkw haben, dann hat das diesen positiven Einfluss auf die Nachhaltigkeit des reduzierten Flächenbedarfs von Pkw. Aber was man nicht vergessen darf,
Trotzdem werden immer noch Pkw oder ja, motorisierter Individualverkehr genutzt. Das heißt, ausschlaggebend für die Umweltfreundlichkeit von Carsharing ist natürlich auch die Art des eingesetzten Fahrzeuges. Und was uns alle im Moment am meisten umtreibt und worüber leider am wenigsten Aussagen möglich sind, ist die Frage nach dem Mobilitätsverhalten der Nutzer. Sprich, wenn ich jetzt Carsharing-Kunde bin, möglicherweise meinen eigenen Pkw abgeschafft habe, verhalte ich mich dann mobilitätsmäßig umweltfreundlicher, als wenn ich einen eigenen Pkw hätte oder in meinem eigenen Pkw fahren würde. Ganz kurz zum ersten Punkt, zum Thema Pkw-Besitz. Wir haben irgendwie gesucht, welche Studien gibt es? So viele Studien gibt es darüber noch nicht, wie sich langfristig eigentlich, wenn ein gut ausgebautes Carsharing-System zur Verfügung stellt, der Pkw-Besitz ändert. Aber es gibt Indizien, würde ich mal sagen, so, dass es tatsächlich zu einer Reduktion eigener Pkw kommen kann. Die Studien, die gehen so im Bereich von, keine Ahnung, 15 bis 20% aus. Wesentlich dabei zu berücksichtigen ist, das funktioniert natürlich nur, wenn auch das entsprechende Angebot vorhanden ist. Ja, es reicht nicht, wenn ich irgendwie in irgendeine Stadt Carsharing einpflanze, also flächendeckend irgendwie installiere und es aber nicht alternative Angebote, also im Sinne von öffentlichem Verkehr und Fahrradinfrastruktur etc. gleichzeitig ausbaue. Das heißt, es funktioniert immer nur der gesamte Umweltverbund dann in diese Richtung. Das heißt, langfristig scheint Pkw-Besitz bei Nutzern von Carsharing zurückzugehen. Zur nächsten Frage, eingesetzte Fahrzeuge, wie umweltverträglich sind die? Wenn wir jetzt Klimaschutz und Verkehr das Thema betrachten, ist natürlich die Effizienz ausschlaggebend. Das heißt, wenn wir Fahrzeuge einsetzen, die übermotorisiert sind, viel zu großen, hohen Kraftstoffverbrauch haben, kann die Umweltbilanz von Carsharing natürlich auch schlechter ausfallen, als wenn ich einen eigenen Pkw besitze, der irgendwie vielleicht ein bisschen effizienter ist und kleiner ist. Das heißt, grundsätzlich wesentlich für die Umweltfreundlichkeit von Carsharing ist, dass diese am besten mit Vorgaben verbunden werden, zum Beispiel die an die Stellplatzvergabe gekoppelt sind, bezüglich deren Effizienz bzw. CO2-Emissionen. Und eine Möglichkeit da, was immer mal wieder angesprochen wird, Thema Elektromobilität, wir können ja Elektrofahrzeuge im Carsharing einsetzen. Das ist schon so ein Thema, was relativ, was heißt kontrovers diskutiert wird, aber wo es unterschiedliche Meinungen zu gibt, sind Elektrofahrzeuge eigentlich dafür geeignet, beim Carsharing eingesetzt zu werden. Und wir, wie schon angesprochen wurde, führen dieses Projekt Share durch, gemeinsam mit dem ISÖ, im Auftrag vom Umweltministerium, wo wir die wissenschaftliche Begleitforschung machen von Car2Go, am Beispiel Stuttgart und Köln. Und wir gucken uns in Stuttgart werden ausschließlich batterieelektrische Fahrzeuge eingesetzt, in Köln ausschließlich konventionelle, also Fahrzeuge mit konventionellem Verbrennungsmotor. Das heißt, wir können sehr gut gucken bei unseren Befragungen, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Und was wir sehen, ist, dass flexibles Carsharing, elektrisches flexibles Carsharing genauso ja, cool empfunden wird, wie eben welche mit konventionellen Verbrennungsmotoren, sprich Elektromobilität scheint zumindest in diesem System Stuttgart Car2Go kein Hemmnis für die Nutzung von Carsharing-Fahrzeugen darzustellen. Und was auch noch ganz, was ich auch sehr beeindruckend fand, ist eigentlich, dass es in der Wahrnehmung als umweltfreundlich in der Wahrnehmung wahrgenommen wird. Ja, es wird wahrgenommen als umweltfreundlicher. Hier sieht man mal so ein Ergebnis der Abfrage, die das ISO im Rahmen von Share durchgeführt hat. Zur Bewertung flexibler Carsharing-Projekte und ich möchte jetzt vor allen Dingen, also was man sieht, ist einmal die grüne Linie ist für Stuttgart, die blaue für Köln und man sieht, die gehen alle so ziemlich, schlagen überall ähnlich stark aus, außer bei dem gelb umkringelten Punkt, nämlich wie umweltfreundlich schätzen Sie das Car2Go ein an Ihrem Standort und da sieht man, dass die, Stuttgart da einen deutlichen Vorteil hat, eben weil es batterieelektrische Fahrzeuge verwendet. So, wesentlich ist aber Elektrofahrzeuge, diese Elektrofahrzeuge haben nur einen Klimavorteil, wenn sie mit zusätzlichen erneuerbaren Energien betrieben werden. So, und komme ich zum dritten und eigentlich interessantesten Punkt, nämlich zur Frage, wie kann Carsharing langfristig das Mobilitätsverhalten beeinflussen? Und gerade zu diesen neuen flexiblen Systemen sind einfach, die sind einfach noch nicht so lange im Markt, man kann noch keine Aussagen darüber treffen, wie die tatsächlich aufs Mobilitätsverhalten wirken.
auch zum klassischen, in Anführungsstrichen, Carsharing fehlen entsprechende aktuelle Erkenntnisse. Wichtig ist, ja, eigentlich muss man sich hinstellen und sagen, wir wissen noch nicht genau, wie die neuen Carsharing-Systeme in welcher Kombination und Ausgestaltung auch immer, wie die das Mobilitätsverhalten langfristig beeinflussen können. Es gibt erste Forschungsvorhaben vom Umweltministerium, eben das angesprochene Share-Projekt und wie mobil oder auch eine Erhebung der bei den Carsharing-Angeboten in München. Da müssen wir uns einfach noch ein bisschen gedulden und müssen sagen, okay, wir hoffen, dass es so wirkt, wie wir uns das vorstellen. Was aber wesentlich ist für das Gelingen von Carsharing-Systemen, ja, und wirklich raus aus der Nische, weil im Moment es gibt diesen Boom, aber es ist immer noch Nische, sind die Rahmenbedingungen seitens Umweltverbund. Das heißt, die Carsharing muss eingebettet sein in attraktiven ÖV, Fahrrad- und Fußverkehr. Zentral sind diese verkehrsübergreifenden Mobilitätsinformationsplattformen bzw. kooperierende Mobilitätsdienstleistungen und natürlich, muss man immer wieder sagen, helfen da auch die Restriktionen für den Privat-Pkw, beispielsweise über Parkraummanagement. Und auch wesentlich, was ich angesprochen hatte, ist, dass die Fahrzeuge, die eingesetzt werden, wirklich geringe CO2-Emissionen haben, sprich deren Effizienz auch wirklich einem sehr guten heutigen Standard entspricht. So als kurzer Input. Dann würde ich gleich an Herrn Glotz Richter weitergeben. Ja, jetzt nehme ich Sie mit nach Bremen. Michael Glotz Richter, ich bin Referent für nachhaltige Mobilität beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Bremens. Und ich will jetzt den Blick aus der kommunalen Sicht werfen. Wunderbar. So, ja, das ist, können wir, das schaltet da nicht weiter, ist nur die. Mit der Technik. Ja, also das ist unser Marktplatz, Bremen. Weltkulturerbe, ein Bild, was ich Ihnen eigentlich gleich noch zeigen wollte. Sie sehen dort Menschen, Sie sehen Lebensqualität, Sie sehen eine Straßenbahn, Sie sehen Leute mit dem Fahrrad. Das Einzige, was Sie nicht sehen, da drauf sind Autos. Deswegen mag ich das Bild so. Kommt das jetzt? Ah, ja, genau. Und was mir wichtig war, dabei ist jetzt noch die Größe. 548.000 Einwohner, das spielt nochmal eine Rolle, wenn es darum geht, ob Sie Bremen als Großstadt einordnen oder nicht, wenn wir das Phantom flexibles Carsharing jagen. Die Zahlen haben Sie eben schon gesehen und Wiebke hat auch schon betont, Carsharing ist kein Standalone-Vorhaben, sondern funktioniert eigentlich nur dort gut, wo es eingebettet ist in die Möglichkeit, seine Alltagswege ohne Auto zurückzulegen. Wenn Sie also irgendwo leben, auf dem Land oder einen Job haben, der morgens um 4 Uhr anfängt, dann sind Sie vom Auto abhängig. Dann ist sozusagen das gar nicht unsere primäre Zielgruppe, sondern unsere primäre Zielgruppe sind diejenigen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können, ihre Alltagswege erledigen können oder mit dem ÖV. Also hier, das ist zum Beispiel mein Weg zur Arbeit. Das ist eine schöne Sache, wenn Sie also diese Möglichkeit haben und dann braucht man wirklich ein Auto relativ selten und dann ist eigentlich das, wo Carsharing dann der Lückenfüller ist, sozusagen das Methadon für die Autoabhängigen. Wir haben in Bremen drei Anbieter. Das eine ist Flinkster, das Carsharing der Deutschen Bahn, konzentriert sich auf den Bahnhof und Flughafen. Wir haben einen Elektroautoanbieter, der eigentlich stärker auf Firmenflotten orientiert ist, jetzt ein bisschen was versucht, auch in anderen Bereichen zu erschließen, Moveabout. Und wir haben Cambio als großen Anbieter und Sie sehen hier die deutliche Wachstumsrate. Wir haben ungefähr 10.000 Nutzer und Nutzerinnen in Bremen, 65 Stationen, 220 Fahrzeuge. Und wenn es um Anforderungen geht, die emissionsseitig gestellt werden, dann ist das abzulesen auch im Blauen Engel. Der Blaue Engel hat dazu Anforderungen und das ist eines der Kriterien, die wir auch an Carsharing-Unternehmen stellen oder Anforderungen, die wir stellen, wenn es um Carsharing-Stationen im öffentlichen Straßenraum geht. Wir haben in Bremen
alle drei Anbieter stationsgebunden. Und die Frage ist, wie ist das mit den Freefloatern und den Nicht-Metropolen? Es gab kürzlich ein Interview mit Car2Go bei uns in Radio Bremen und Andreas Leo sagte, unser Metropolen ist für Metropolen, also richtig große Städte konzipiert und Bremen fällt da nicht runter, auch wenn wir ein bisschen über die 500.000 kommen. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwie aus Nürnberg, Leipzig, Bremen oder sonst was kommen, dann stellt sich diese Debatte für Sie eigentlich in der Form nicht, dass Sie dort die Freefloater haben und da die Stationsgebundenen, sondern Sie werden sich eigentlich nur mit den Stationsgebundenen auseinandersetzen. Was sind die Auswirkungen? Es ist eben schon mal gesagt worden, wir haben mehr Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und der Bahn. Wir haben, und das ist, glaube ich, wenn man über flexibles Carsharing redet, ein leichtes Missverständnis, weil wenn ich Car2Go mache, habe ich nur einen Autotyp und der ist auch noch zweisitzig. Das kann ja mal ganz nett sein, aber es kann auch sein, wo das einfach nicht ausreicht. Beim klassischen Carsharing habe ich in der Regel eine relativ große Bandbreite an Fahrzeugen. Das heißt, ich kann, wenn ich übernächste Woche meine 50 Laubsäcke zur Recyclingstation bringe, dann den Transporter nehmen oder wenn ich meinen Besuch aus Süddeutschland zum Wattwandern irgendwo in die Walachei entführe, dann nehme ich den Minibus. Das ist natürlich auch eine Flexibilität, die man nicht unterschätzen soll. Und dann auch nochmal das andere, ein Anspruch, den eigentlich ein gutes Carsharing-Unternehmen immer haben sollte, bessere Autos als den Durchschnitt der Flotte anzubieten. Und das ist auch eine der Anforderungen, die im Blauen Engel ja festgeschrieben sind. Dann, was ist für uns als Kommune besonders wichtig? Und da setze ich die Priorität ein bisschen anders, als Wiebke es hatte in ihrer Präsentation. Für uns sind die ersten drei Prioritäten Platz schaffen, Platz schaffen, Platz schaffen. Und dann kommt eigentlich das andere. Und hier die Daten, die wir von Cambio abfordern. 50% der Neukundinnen und Kunden hatten vorher ein eigenes Auto und rund 13% haben noch ein Auto. Das heißt, netto haben 37% ein PKW ersetzt. Und das ist natürlich für uns eine sehr relevante Größenordnung, wenn man das nochmal runterbricht. Zum Teil haben sich ja Leute vorher schon ein Auto geteilt, wenn irgendwie ein Pärchen dort Mitglied wird. Und man kommt nachher auf 11 PKW, die jedes neue Carsharing-Auto ersetzt. So, und das ist für uns die relevante Größenordnung. Und wenn man das dann wiederum hochrechnet, dann kommen wir darauf, dass etwa 2200 Autos in Bremen durch Carsharing von der Straße gekommen sind. Und für jetzt die Kommunalvertreter unter Ihnen, die sich immer fragen, ja, wie kriege ich das denn hin? Es gibt dort eine eben straßenverkehrsrechtlich bedeutsame Geschichte, das ist die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Und hier tragen Sie eindeutig zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei. Nicht nur, dass Sie Parksuchverkehr vermeiden, sondern diese Situation, die man hat, zugeparkte Radwege, zugeparkte Gehwege, zugeparkte Kreuzungen, wo dann das Müllauto stecken bleibt. Das sind alles Aspekte, die wir da auch mit angehen. Und wenn es um Vergleiche geht, stationsgebundenes oder Return-Carsharing und One-Way-Carsharing, die Daten, die mir bekannt sind als Untersuchung, als Zwischenuntersuchung von Amsterdam, hier mal im Vergleich, Cambio und Amsterdam, also ungefähr ähnliche Nutzergrößen. Hier sind 220 Autos, da 300 Autos. Hier haben wir 2200 ersetzt und die Untersuchung der Stadt Amsterdam zeigt, dort wurden 320 Autos ersetzt. Also sozusagen ein Bereich, der deutlich niedriger ist und das lässt sich eigentlich auch erklären. Also wenn ich ein Auto habe, mit dem ich interessanterweise nur in der Stadt rumfahren kann, weil nur dort kann ich es ja One-Way abstellen und was auch tarifmäßig nicht darauf gestrickt ist, dass ich eine längere Fahrt mache, schaffe ich dann mein PKW ab? Großes Fragezeichen. Also da muss man noch mal ein bisschen gucken. Allerdings glaube ich auch nicht, dass das eine Frage ist, ein Entweder-Oder. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde nicht in Bremen, sondern in Hamburg wohnen, dann wäre ich sicherlich, ich meine, ich bin in Bremen auch Mitglied bei mehreren Carsharing-Anbietern. Wenn ich in Hamburg wohne, würde ich da, oder in Berlin, werde ich das wahrscheinlich auch mehrfach nutzen.
und gucken, was passt eigentlich am besten. Das Wichtige ist wirklich, dass wir es schaffen, zusammen eben Autos von der Straße zu bekommen. Ja, und wir haben in Bremen einen Carsharing-Aktionsplan geschrieben. Soweit ich weiß, ist das auch der erste weltweit, der sozusagen als kommunaler Fachplan politisch beschlossen wurde, mit dem Ziel 2020 mindestens 20.000 Nutzer und Nutzerinnen zu haben. Diese Zahl ist aber eigentlich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir damit 6.000 Autos von der Straße kriegen wollen. Und 6.000 Autos, wenn Sie das aneinanderreihen, das ist schon was. In so einer kleinen Stadt wie Bremen, haben wir eben gelernt, ist keine Metropole, laut Herrn Leo. Das ist schon etwas, vor allen Dingen, weil Sie natürlich das finden in den dicht bebauten Stadtgebieten. Und was sind die Elemente des Carsharing-Aktionsplans? Das sind Carsharing-Stationen im öffentlichen Straßenraum, das sage ich gleich noch. Integration in Neubauvorhaben. Wir haben das Stellplatzortsgesetz geändert. Ein Bauherr kann also Carsharing integrieren und braucht dann keine Ablöse zu zahlen und kann die Summe dafür aufwenden. Also das heißt, er hat Wohnen plus Mobilität. Das Gleiche gilt übrigens auch für Mieter und Jobtickets. Integration mit dem ÖPNV, da haben wir 1998 die Bremer Karte plus Autocard gestartet schon. Flottenmanagement, also sozusagen Ansprache auch über Handelskammer in Richtung Firmen und Verwaltung. Awareness und Information. Und da habe ich Ihnen auch hier so ein paar Postkarten mitgebracht, die ich draußen ausgelegt. Wir haben dazu gerade eine neue Kampagnenvorbereitung. Held ist immer unser Freund Udo, der hier zum Beispiel mehr Zeit zum Chillen hat, weil er nicht sich ums Auto kümmern muss. Und Udo heißt auch Use it, don't own it. So, und die Station, die wir gemacht haben, das ist die erste Station, die wir 2003 eingerichtet haben, sozusagen der Pilot. Und man sieht hier die Verknüpfung auch räumlich mit dem ÖPNV bei den größeren Stationen. Wir sehen hier Fahrradständer und was alle Säulen haben, alle Stationen haben, gut sichtbar. Dazu dient dann auch dieses Dele-Mobilpunkt. Wir haben gelernt, dass wir, weil die Knöllchen in Deutschland so billig sind, diese Parkplätze absichern mussten gegen illegales Parken. Und dann sind wir 2007, 2010 sozusagen in die Serienproduktion gegangen, haben 10 neue Stationen eingerichtet. Damals ist auch zum Teil verknüpft mit einem Taxi, das gehört auch mit dazu. Und städtebauliche Einbindung. Hier eine Situation vorher, nachher. Sie sehen hier, das ist ein Schulweg, der hier so provisorisch abgesichert war. Und dann haben wir gleich noch so eine Gehwegnase gemacht. Das heißt, wenn Sie also Carsharing-Stationen einrichten, dann das gleich verkehrlich und städtebaulich mit anderen Effekten zu verknüpfen. Und dann haben wir jetzt in der letzten Phase angefangen, Mobilpünktchen einzurichten, dieses in diesem dicht bebauten Gebiet. Das sind alles hier Kreuzungen, wo die Feuerwehr sagt, dort haben wir eklatante Probleme oder die Müllabfuhr. Und wir haben dann uns mit der Feuerwehr und Müllabfuhr zusammengetan und im politischen Abstimmungsprozess heißt das eine ganze Menge, wenn Sie Freunde mit großen roten Autos haben. Wir haben dann hier zum Beispiel an so einen Ecken wie dieses Fahrzeug behindert hier ganz klar die großen Autos, die hier rum müssen. Hier unzumutbare Gehwegbreiten durch hingenommenes, aufgesetztes Parken. Und dann haben wir hier die Gehwegnase gemacht, hier noch eine Nase mit Pollern. Hier ist so ein kleines Ladefenster, was wir dann freigehalten haben. Und wir haben diese Fahrbahn auf Maß gebracht, dass gerade ein Auto durchpasst und auf beiden Seiten abgepollert. Und zur Eröffnung kam dann der Senator im Müllauto und die Journalisten hatten die Chance, mal beim Müllauto vorne mitzufahren und das waren super gute Berichte, die sie dann hatten, weil die Leute mal gemerkt haben, was das eigentlich heißt, mit so einem großen Auto da rumzufahren und warum wir das eigentlich alles machen. Und hier auch nochmal vorher und nachher. Sie sehen, man kommt jetzt hier auch durch, auch mit dem Rollator und Kinderwagen oder Rollstuhl und hier dann eben diese abgepollerte Ecke, die vorher immer kriminell zugeparkt war. Und das haben wir dann mit 4 weiteren Stationen noch gemacht, alle immer mit Fahrradständern, kleiner Säule. Hier mal mit Autos und hier mal ohne. Und Sie sehen auch hier hinten ist dann diese Nase, die dann diese Einmündung zum Beispiel für die Feuerwehr frei hält. Hier hat man auch gleich noch eine Überwägung, sodass man auch dort was zur Verkehrssicherheit hat. Und um mal zu zeigen, was wir jetzt da eigentlich planen an Dichte, das sind jetzt die bestehenden Stationen. Hier unten sehen Sie die 200-Meter-Radius.
Und das ist die Vorlage, mit der wir übernächste Woche in den Bezirksbeirat gehen, um dort hier wirklich ein dichtes Netz an Stationen in den nächsten Jahren zu stricken. Und auch im Neubau kommt das als strategisches Element mit rein, gerade im innerstädtischen Neubau. Wir haben Neubauvorhaben, Hulsberg. Dort werden wir insgesamt 50 Carsharing-Autos ungefähr unterbringen. Ja, mit 1200 Wohneinheiten, also nur um das mal als Dichte deutlich zu machen, Stellplatzversorgung wird bei 04, 05 ungefähr liegen. Ja, und damit wollte ich jetzt eigentlich abschließen. Jetzt haben wir keinen Ton, aber das soll eigentlich ein bisschen zeigen, was man aus machen kann, wenn man Stellplätze umnutzt. Das ist so die Größenordnung, die wir abschätzen. 600.000 Autos könnten in europäischen Städten kurzfristig durch Carsharing ersetzt werden. Ja, und damit will ich abschließen mit der Frage, würden Sie für ein Glas Milch eine Kuh kaufen? Das war eine Kampagne von 2010. Und warum also ein Auto kaufen, wenn Sie nur fahren wollen? Vielen Dank. So, Konrad, du bist der Nächste. Genau, Herr Götz. Kann man auch von hier aus? Das geht auch, oder? Was sagt die Technik? Geht das auch von hier? Nein? Nichts, okay. Ja. Free-Floating, Movil und Blabla-Car, so heißen ja die neuen Angebote, die wir da alle uns dauernd auf unsere Smartphones draufziehen. Multimodalität oder Intermodalität, ist sie wirklich auf dem Vormarsch? An manchen Ecken ja, natürlich nur in Ansätzen. Und die Frage ist, ist damit alles Paletti? So. Warum zeige ich dieses Bild? Wir hatten neulich im ESE bei uns einen Besuch von Green Talents, also eine Gruppe von wirklich vom ganzen Globus herkommenden jungen Leuten. Und mit dieser jungen Frau aus Madagaskar war ich beim Abendessen und habe mich über Verkehr und Mobilität unterhalten und die sagte: Is traffic in Germany an issue? No, it's not an issue. Die war eine Woche rumgefahren in Deutschland und hatte gesagt, wo bitte habt ihr ein Problem? Wo bitte habt ihr ein Problem? Gut, also wir haben 44 Millionen Autos, 658 pro 1000 Einwohner, aber wir haben eben auch in Deutschland einen ziemlich guten ÖPNV, einen steigenden wirklich steigenden Radverkehr, wir haben Pedelecs und wir haben diese ganzen neuen Angebote. Aber das war so eine Art First World Shock, hat sie mir dann später erklärt, wenn die nach Deutschland kommt, haben die den Eindruck, solche Leute, die hier sitzen, die sehen Probleme auf einem sehr hohen Niveau. Wir sind eigentlich zunächst mal begeistert, dass diese ganzen neuen Angebote jetzt da sind und da müssen wir ja eben nicht nur Carsharing nennen, sondern Fernbusangebote. Die Erfinder, diese jungen Leute, die diesen ganzen Markt angegriffen haben, haben jetzt gerade insolvent gemacht, haben wir alle, glaube ich, gelesen. Wir haben klar das klassische Carsharing, wir haben diese ganzen Mitnahmeapplikationen und ich glaube, es wird bald mal dringend notwendig, dass wir das auch erforschen. Wie viel da läuft in diesem Markt der Mitnahme und das Sharing auf der Ebene von irgendwelchen Plattformen. Pedelecs sind auch eine Revolution. Man muss bei all diesen Angeboten wirklich sehen, also der Markt lernt von den Ideen der Subkulturen und von den Ökos, von schrägen kreativen Milieus. Ist egal, ob das diese durchgescheuerten Hosen sind oder ob das coole neue Fahrräder sind. Es ist immer so, dass die Stilideen zu einer Mainstream-Mode werden, selbstgemachtes wird zu Produkten und Handlungsweisen von irgendwelchen Milieus, die in der Nische vorher rumgeackert haben, werden dann plötzlich verkäufliche Produkte.
Und jetzt heißt es Sharing Economy und wir haben ja alle schon, glaube ich, oder viele von uns diese Artikel in der Zeitung Spiegel gelesen. Das sind natürlich härtester Kommerz, klaut diese Idee und verkauft sie dann. Aber die Tatsache, dass jemand damit kommerziell arbeitet, heißt nicht, dass wir es ablehnen müssen. Und die Tatsache, dass jemand weiterhin alternativ, nicht kommerziell, Non-Profit arbeitet, heißt nicht, dass wir es toll finden müssen. Also diese Denke erlebe ich immer wieder und deswegen müssen wir da wirklich mal uns davon freimachen. Das ist einfach der Lauf der Dinge, dass aus dem oppositionellen, schrägen Milieus gelernt wird, dass es kommerzialisiert wird, vermarktet wird. Und wir sehen ja jetzt bei Car2Go in Ulm, nicht nur eröffnet wird, sondern auch wieder zugemacht wird, von wegen Metropole. Also Ulm ist auch keine Metropole. Insofern, Frankfurt ist eine Metropole, da wird es gerade aufgemacht. Aber Frankfurt ist nicht so groß, wie es aussieht. Es hat nur unter 800.000 Einwohner. Aber es geht gerade, glaube ich. Ja, und Carsharing ist eben einfach ein tolles Beispiel. Ja. Zunächst hat man das eigene Privatauto, das steht die ganze Zeit, verursacht Kosten. Dann erfindet jemand das Nachbarschaftsteilen. Und dann, also ab da habe ich es erlebt, nee, Nachbarschaftsteilen habe ich es auch schon mitgemacht, furchtbar draufgezahlt. Die Nachbarin fuhr die Bremsscheiben im Winter kaputt. Dann waren die Schlüssel irgendwann im Safe. Man muss den Formular ausfüllen, also kilometermäßig, und das war anstrengend. Und dann kam das Internet, 1999 oder so, glaube ich, kam das Internet und jetzt konnte man buchen und die Chipkarte kam dazu, man hielt die an die Scheibe, es ging auf. Das war schon ein riesen Schritt. Also so weit war, steigt der erste kommerzielle, oder darf man die DB, ist DB ein Non-Profit-Unternehmen oder ein, ich weiß es nicht, schwierig, nicht wirklich. Aber jedenfalls, dann steigt die DB ein und merkt, da will sie mitmischen. Dann kommt die Spontanbuchung, also bei Book & Drive in Frankfurt habe ich dann erlebt, man kann sich die Dinger spontan holen. War auch schon mal ein Riesenschritt, aber immer noch auf dem Platz. Und dann kommt irgendwann die Smartphone-App und Free-Floating. Die Stufen heißen nicht, dass es immer besser wird. Das sind einfach verschiedene Formen der Flexibilität. Und dann haben wir tatsächlich das Elektro-Free-Floating wie in Stuttgart. Und ich bin in der Tat der Meinung, dass das ein System umweltfreundlicher Mobilität ist, wenn es mit wirklichem Grünstrom gefüttert wird, wie es das Öko-Institut Daimler immer und wir auch Daimler immer empfohlen haben. Und die machen es ja jetzt. Also das ist ja nicht symbolisch, dass die so viel wirklichen Grünstrom ins Netz einspeisen, wie es Car2Go-Autos dort gibt. Aber man zeigt, es wird eben deutlich, wie sich die Sache hier vom Alternativen zur Professionalisierung bewegt. Am Free-Floating ist eigentlich interessant, dass es eigentlich eine winzige Veränderung ist, die zu was strukturell völlig anderem führen. Damit will ich wirklich nicht sagen besserem, aber zu was wirklich strukturell anderem. Die Änderung ist klar, das ist die One-Way-Option. Und man kann jetzt aus ein paar qualitativen Interviews, die wir geführt haben in Stuttgart, einfach mal sehen, was da passiert. Beim klassischen Carsharing, wie gesagt, was ich schätze und was Riesenvorteile hat und vielleicht auf der ökologischen Ebene noch mehr Vorteile als Free-Floating. Wie gesagt, das wissen wir nicht, aber es ändert sich total was, denn Petra hieß sie, glaube ich, erzählt uns, sie fährt morgens zur Arbeit. Dann Fritz erzählt es, er fährt zur Kneipe, sie fährt einkaufen, planlos merkt, dass sie zu viel einkauft und beschließt dann spontan, ach, jetzt nehme ich das Auto und nimmt das Carsharing-Auto, was da unten steht. Er trinkt zu viele Biere und nimmt den ÖPNV.
Das ist was völlig anderes. Intermodalität wird hergestellt durch dieses System. Es geht gar nicht anders, als intermodal zu sein, außer man blockiert und bucht dieses Fahrzeug, mit dem man gekommen ist, für die nächsten 5 Stunden. Das macht aber niemand. Und deshalb das strukturell andere an flexibel oder an, sagen wir mal lieber Free-Floating, ich glaube auch, dass flexibel der falsche Ausdruck ist, am Free-Floating ist schlicht, dass Intermodalität hergestellt wird durch das System und dass die Fahrzeuge sozusagen ein System bilden, was genutzt wird. Und die User machen daraus die komischsten Sachen und nicht nur gute. Das ist ganz klar. Wir haben in Stuttgart Leute und wir haben, quantitativ wissen wir das auch schon, wie viele das, oder haben wir einen ersten Ansatz. Es gibt Leute, die fahren mit ihrem Privatauto an die Car-to-Go-Grenze, steigen um in ein Car-to-Go-Auto, weil sie da drin einen Parkplatz kriegen und parken damit in der Stadtmitte. Das sind nur wenige, ich glaube 3%, die das koppeln mit dem eigenen Auto. Aber immerhin sowas gibt es. Der Normalfall ist ein ganz anderer und da gibt es sehr, sehr positive Auswirkungen, nämlich, dass plötzlich Leute wieder ihre Firma in die Stadtmitte legen können, weil sie sagen, Moment mal, die ihre Firma in die Stadtmitte zurücklegen, weil es Car2Go gibt. Weil sie sagen, wir brauchen keinen Parkplatz mehr für unsere Autos, wir bieten sogar unseren Kunden einen Transport ein über Car2Go und die können alle in der Stadtmitte parken. Also solche strukturellen Eingriffe in die Lebens- und Arbeitskonstellation gibt es auch. Okay, also ich würde sagen, das ist was völlig anderes und man kann sagen, das Interessante ist, dass zum einen diese total pragmatische Haltung da ist, Nutzen statt Haben, nur das bezahlen, was ich nutze und was allgemein als pragmatisches, also dieses neopragmatische Verhältnis zum Auto bezeichnet wird. Und es ist aber gleichzeitig, also jetzt bei den Elektroautos, ein totaler Speed. Es macht Spaß und hat eine coole Symbolik. Also da kommt was zusammen bei dieser Variante, die wir in haufenweise qualitativen Zitaten in dem Sinne gehört haben, die Leute, die früher Autofreaks waren, diese Zielgruppe, denen macht das total Spaß. Und das ist natürlich eine völlig andere Zielgruppe als die, die beim stationsgebundenen Carsharing die Erfinder und die Erstnutzer sind. Das heißt, ich bin ziemlich sicher, dass man hier eine autoaffine Gruppe kriegt. Und wir hatten auch Fälle, wo die sagten, ich habe immer 8-Zylinder gefahren, aber es hat ja keinen Spaß mehr gemacht. Und es gibt einfach die Zielgruppe, die wird immer völlig verkannt, der ökologisch orientierten Autofans. Ja? Es wird immer gedacht, entweder kein Auto oder entweder kein Auto und dann ökologisch oder Autofreak und dann antiökologisch. Totaler Blödsinn. Es gibt eine Zielgruppe, die mag Autos, interessiert sich für Autos. Und so wie mir mein Krankengymnast neulich gesagt hat, wir haben in der Familie alle Benzin im Blut, aber ich habe kein Auto. Also das gibt's. Die können, die arbeiten damit. Kleinen Moment. Bei dem elektrischen Carsharing ist eben der Witz, dass es Convenience, Spaß und Trendiness zusammenbringt. Und ich glaube, dass die Diskussion komplett falsch läuft, wenn wir sagen, sind wir, wie es mir immer wieder begegnet, zuletzt bei der Mobilities-Konferenz in Kopenhagen vor 3 Tagen, bist du gegen oder für Free-Floating? Meiner Ansicht nach so sinnvoll die Frage, wie zu sagen, bist du gegen Smartphones und Apps oder dafür? Also wenn sowas in der Welt ist, was ein Sprung ist, dann gibt es da kein dafür oder dagegen. Der Punkt ist, wir müssen es gestalten. Es geht darum, wie, und es geht nicht mehr darum, ob, weil die Idee ist zu gut, als dass die wieder zurückgedrängt werden kann. Und deswegen, die Konkurrenz ist okay, aber ich glaube, zu sagen, das muss man irgendwie, da kann man dagegen sein, da habe ich große Zweifel. In solchen soziotechnischen Systemen, die bilden immer eine Spiralendynamik und die User gestalten und erfinden die neuen Nutzungsweisen. Und das ist das Charakteristik von erfolgreichen soziotechnischen Systemen, dass überhaupt nicht mehr der Anbieter die Nutzungen vorgibt, sondern eben die Nutzer selbst kreativ werden.
Aber wenn man das klingt jetzt positiv, aber der Punkt ist, was ist sozusagen, was gibt es da zu regulieren? Und das Entscheidende ist, dass man, glaube ich, schon sagen muss, es gibt, und das hat Klotz Richter völlig richtig gesagt, in den Ballungsräumen gibt es eigentlich alles und das brauchen wir eigentlich genau dort nicht. Also im Grunde dort, wo jetzt für Car2Go oder für andere Free-Floating profitabel und erfolgreich wird, genau dort haben wir eigentlich schon alles andere. Und das Problem ist, dass wir die Zwischenstadt, also die gesamte Pendlerproblematik und die Landproblematik, damit bisher nicht kriegen. Jetzt kommt immer das Argument, demnächst kommt das autonome Auto. Ich weiß, das kommt, es kommt garantiert. Bei dem autonomen Auto kann man jetzt das Carsharing-Auto zu sich kommen lassen. Es gibt noch ein paar rechtliche Probleme, aber das ist auch sowas, wo man, glaube ich, jetzt schon sagen kann, das kommt, alle arbeiten dran und die rechtlichen Weichenstellungen werden gegenwärtig gestellt. Aber wie gesagt, ich beobachte in Frankfurt an der das Hauptverkehrsproblem, was wir in der Stadt haben, ist die Pendlerproblematik. Frankfurt ist es die Stadt mit relativ dem höchsten Pendleraufkommen. Carsharing ändert darin, auch Free-Floating Carsharing ändert darin erst gar nichts, aber stationsgebunden ist dreimal nicht. Also 6 Stunden, 8 Stunden stehen lassen, mein Auto und dafür zahlen, ist natürlich nicht besonders smart. Okay, für diese Problematik. Das andere ist, bei dem Ökologischen müssen wir natürlich strenger sein. Der Punkt ist, ich weiß nicht, ob Sie gelesen haben, Audi positioniert jetzt sein Carsharing exklusiv. Das heißt, man kann jetzt einen R8, der normalerweise 450.000 kostet, den kann man jetzt zu dritt kaufen und jeder zahlt dann nur noch so 125.000. Also Sharing, R8-Sharing. Also wir sehen ja jetzt diese Bestrebungen, dass alles Mögliche in dem Sharing-Markt ist. Und da muss ich jetzt wieder eine Lanze brechen für die Smarts. Ich meine, das war ein Bruch des Leitbildes der Rennreiselimousine. Das ist wirklich ein anderes Auto. Und wir brauchen mehr solche, oder wir sollten das fast zur Bedingung machen. Wenn in Ballungsräumen mehr Free-Floating, dann nur mit Fahrzeugen, die nicht mehr diesem schweren Rennreiselimousine-Leitbild folgen. Das heißt, das darf es gar nicht geben. Weitere Frage habt ihr in eurer Anfangspräsentation schon beantwortet. Also es gehen jetzt dauernd diese Meldungen durch, Elektroautos hätten in der Kette wahnsinnig viele Belastungen. Da muss das Öko-Institut meiner Ansicht nach ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, damit wir alle wissen, was stimmt darin, was ist mit den seltenen Erden, was ist, wie problematisch ist das. Denn die Wiebke sagt ja immer, ich bin fürs Philosophische zuständig. Das bin ich nicht, aber das Öko-Institut ist definitiv fürs Ökologische zuständig. Wir müssen bei den sozial- und soziokulturellen Bedingungen uns fragen, erstens sozial, ich meine, die Uber-Geschichte hat jeder mitgekriegt, wenn also Arbeitsschutzgesetze reihenweise fallen, weil es ein neues Mobilitätssystem gibt und so viel ich gehört habe, werden die Fernbusleute auch nicht besonders bezahlt. Ich meine, das ist nicht nur eine Frage der Gerichte und der Regulation durch Politik, da müssen sich natürlich immer auch die User fragen, ob sie Dinge benutzen. Das ist das Gleiche bei Amazon, haben wir auch irgendwann gesagt, wir boykottieren es oder manche von uns, ich sage nicht alle, aber macht man bei allen mit, die völlig verrückte Arbeitsbedingungen bieten. Und das andere ist soziokulturell. Wir haben ja jetzt bei Share unsere ersten Ergebnisse eben gekriegt für die Sozialstruktur dieser User. Und es sind, wie bekannt und auch anders wieder, wie beim stationären, junge, Fulltime Arbeitende und Studis. Also diese beiden, junge, Fulltime Arbeitende und Studis, kann man noch sagen, Männer, also starker Männerüberschuss. Das normalisiert sich laut Car2Go dann im Laufe der Zeit in den Städten. Aber das heißt, diese experimentellen, an die Mikroelektronik gewöhnten Milieus machen das. Und irgendwie muss man sich jetzt mal überlegen, ob man in den Schulen so eine Art Kulturtechnikkurse macht. Jetzt nicht für Car2Go, sondern für eine intermodale Mobilitätskette auf dem Handy. Vielleicht schreiben die immer nur WhatsApp, anstatt
zu lernen, dass man da eine Kette organisieren kann. Ich glaube, dass es sehr typisch ist, dass das Höhergebildete sind, die das können und machen. Und da ist was fällig, denn sonst läuft es, sonst sagt man immer, ja, Fahrer, das ist total unattraktiv für diese Milieus. Okay, also da ist was zu tun. Und dann, Leute, also wir haben alle mitgekriegt, wir haben in den letzten Jahren sind mehrere Grundrechte de facto abgeschafft worden. Abgeschafft worden. Und ich weiß nirgends, wo ich klagen soll, dass meine Privacy eigentlich nicht mehr existiert. Ich meine nicht nur NSA, ich meine der ganze Komplex. Ich weiß nicht, wer den Roman Circle gelesen hat. Das ist vielleicht so die Vision, die man da haben kann. Das ist der Wahnsinn, der da im Moment passiert. Und es passiert keine wirkliche Bürgerbewegung dagegen, kann man sagen. Und es geht in zwei Richtungen. Das eine ist ja NSA, Google und so weiter. Also sozusagen eine große kommerzielle und eine geheimdienstliche Krake. Und dann stellt sich ja auch noch die Frage, und da habe ich mit Wiebke Zimmer am Telefon diskutiert, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wie ist es denn mit diesen ganzen Apps, die jetzt kommen, wie Moovil etc.? Sind die denn wirklich neutral oder sagen die, nutze einen Daimler oder nutze das? Also wir brauchen keine Kontrolle, wir brauchen keine kommerzielle Manipulation. Ich glaube, dass diese Privacy-Frage ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist und dass wir da wirklich was machen müssen und dass da Mobilität jetzt ganz stark reingehört zu diesen Big Data, die wir alle liefern. Ja, insofern und zuletzt ist natürlich die Vernetzung mit dem ÖPNV. Und da ist wiederum das klassische Carsharing sehr viel besser, denn das fällt ja dem Free-Floating schwer. Aber auf der Informationsebene könnte natürlich das Free-Floating sehr wohl die Netzvernetzung mit dem ÖV herstellen. Und insofern würde ich sagen, das sind die Aufgaben der Gestaltung, die wir hier vor uns haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese drei spannenden Inputs. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Sie alle sich aktiv in die Diskussion einbringen können. Ich denke, wir hatten hier schon ein paar ganz spannende Anknüpfungspunkte, Fragen, die aufgetaucht sind. Und ich sehe auch gleich, das Publikum hat auch direkt was dazu zu sagen. Wir haben ein Saalmikro und ich würde Sie bitten, da reinzusprechen, damit wir auch... Genau, fangen wir vielleicht hier vorne an, das war, glaube ich, und danach Sie einfach, bitte. Vielen Dank, ich bin Ulrike Schell, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und im privaten Leben auch im Vorstand vom Öko-Institut. Vielen Dank für die unterschiedlichen Inputs. Ich habe zwei Fragen, wobei die zweite auch schon fast eine Anmerkung ist. Das erste ist die Frage, wie müsste... Die Verkehrswende und die Optionen wurden ja hier auch ein Stück weit geschildert. Wie müsste das aussehen, um die Rebound-Effekte zu vermeiden? Was wären Fragestellungen, die man untersuchen müsste? Es geht ja ein Stück weit auch, um zu schauen, wo liegt da Forschungsbedarf. Das zweite ist fast mehr eine Anmerkung zu dem, was Konrad Götz ganz zum Schluss gesagt hat. Ich hatte den Eindruck, es geht so ein bisschen... Welche Art von Carsharing ist jetzt das Bessere, das Klassische oder das Free-Floating? Es ist so, dass diese beiden Formen von Carsharing unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse befriedigen. Ich lebe in einer richtigen Großstadt, nämlich Düsseldorf, hat glaube ich auch nicht 680.000 haben wir glaube ich so ungefähr. Aber da sie diese Stadt gemeinhin als wohlhabend gilt, üben da sowohl Car2Go von Daimler wie BMW mit DriveNow. Und natürlich gibt es auch eine Reihe von klassischen Carsharing-Anbietern. Das heißt, wir können im Moment unterschiedliche Formen nutzen. Und ich kann sagen, ich bin sowohl Mitglied bei den beiden Free-Floater, wie auch bei einem stationären Anbieter. Und
ich nutze die nach unterschiedlichen Bedürfnissen und das kann man nicht vergleichen. Also den stationären nutze ich nicht für dieselbe Art von Mobilitätsbedürfnis, nämlich mal eben von A nach B, dann lasse ich das Auto stehen, wie innerstädtisch, sondern eher für, wenn ich längere Strecken außerhalb der Stadt fahre, wo es auch aus meiner zeitlichen Dimension okay ist, das Auto nachher wieder dahin abzustellen, wo es ursprünglich hin soll. Also ich finde, dass man da differenzieren muss und wirklich die Mobilitätsbedürfnisse der Nutzer da auch stärker mit im Blick haben sollte. Und nicht das so tut, als wäre das das Gleiche, nur mit einer unterschiedlichen Dimension, weil es ist in meiner Nutzung unterschiedlich. Ja, danke. Vielleicht nehmen wir da noch eine zweite Meldung aus dem Publikum dazu direkt. Genau, sieht man dran. Genau. Nee, da hinten, glaube ich, genau. In der. Nennen Sie auch kurz Namen. Und ich bitte Sie, sich kurz zu fassen. Wir haben leider nur noch eine halbe Stunde. Vielen Dank. Ottmar Lell, auch Verbraucherzentrale, allerdings der Bundesverband. Und ich fand gerade den letzten Vortrag extrem spannend, weil was Sie am Schluss gesagt haben, Herr Götz, das war ja die Frage, was ist die politische Gestaltungsnotwendigkeit? Und die Diskussion ist noch ganz am Anfang und deswegen, glaube ich, ist das wirklich sehr, sehr spannend. Und was ich da vielleicht nochmal ergänzen würde, das wäre eigentlich genau diese Privacy-Frage in der Verbindung, sagen wir mal, diese Carsharing-Konzepte und öffentlicher Verkehr, weil es wurde auch mal am Anfang von Frau Zimmer gesagt, es geht ja da letztlich auch um sowas wie barrierefreie Buchungsinformationsmöglichkeiten. Am besten möchte man die gesamte Mobilitätskette auf dem Smartphone schon sehen, dann aussuchen, was man will und das dann am besten gleich über Smartphone buchen und bezahlen. Das multipliziert aber natürlich die Datenschutzprobleme. Wenn dann Daten munter von einem Anbieter zum nächsten weitergereicht werden, dann ist das datenschutzmäßig eine Katastrophe. Es ist aber aus Nutzersicht andererseits wieder was sehr attraktiv ist, aber nur, wenn man es gut gestaltet. Also wenn es letztlich dann so ist, dass nur an einer Stelle meinetwegen die personenbezogenen Daten gelagert sind und die verschiedenen Anbieter gar nicht wissen, welche Person jetzt da hier unterwegs ist und das einfach dann über diese Stelle abrechnen und dass es dann, dass der Nutzer sicher sein kann, seine personenbezogenen Daten werden nicht weitergereicht. Ja, aber das müsste eben entsprechend auch so politisch gestaltet werden. Genau, zur Datenproblematik. Möchte da jemand direkt darauf antworten oder sollen wir noch? Also man muss eins sehen, dass es bei den Plattformen wie Moovil etc. ja nicht nur um Informationen geht, sondern sie haben gesagt, buchen und bezahlen. Und bei dem Bezahlen kommt nämlich eine Geschichte rein. Derzeit stellt gerade die Deutsche Bahn um, wenn sie mit der Kreditkarte bezahlen, dass sie selber die Kreditkartengebühren entrichten müssen. Und hier bei den Bezahlfunktionen geht es auch darum, dass genau diejenigen, die diese Bezahlfunktion abwickeln, auch Gebühren dafür nehmen. Und wenn sie dann Fahrten mal Häufigkeit nehmen, das ist ganz klar, dass die Betreiber von den Plattformen da drin ein Mordsgeschäft sehen. Und darum geht es eigentlich. Und wie sie eine Bezahlfunktion hinbekommen, ohne dass dort ein entscheidender Datentransfer stattfindet, das ist kaum machbar. Also sozusagen, sie haben das Gleiche, wie sie es heute quasi bei der Kreditkarte haben, nur eben dann in einer voll digitalen Version. Und da gehen logischerweise immer Daten mit rüber. Das ist engstens verknüpft. Da würde ich dann kurz die Frage stellen, tatsächlich, wer bietet denn diese Datenplattformen an? Ja, weil wenn die von Seiten der öffentlichen Hand angeboten werden würden oder da in der Hand liegen würden, dann, weiß ich nicht, gäbe es ja vielleicht möglicherweise erstens weniger, was Konrad Götz angesprochen hatte, diese Manipulationsgefahr. Ja? Und zum anderen können die nämlich genau diese zusätzlichen Kosten, die entstehen durch das Nutzen von solchen Zahlfunktionen und Mobilitäts-Apps-Angeboten vielleicht vermeiden. Also ich weiß ja nicht, die grundsätzliche Frage für mich oder die wir auch diskutieren, ist, wer soll das anbieten oder wer reguliert das, wer setzt die Rahmenbedingungen. Ne? Genau dieses, irgendwie, es gibt eine politische Gestaltungsnotwendigkeit,
Aber wer ist dafür verantwortlich? Ja. Wer nimmt es in die Hand? Weil im Moment, es wird nicht angesprochen. Ja, wäre das eine Botschaft an das Podium nachher, die wir rausgeben wollen würden? Oder wie stehen Sie dazu? Sollte die öffentliche Hand, die Politik, sollte die so eine unabhängige Plattform bereitstellen? Oder kann man das ruhig den kommerziellen Anbietern überlassen? Die können das ja eh besser und schneller. Ganz kurzen Kommentar. Also von der Neutralität und vom Non-Profit bin ich total einig, aber wir alle haben diese Erfahrung mit der öffentlichen Hand, dass das durch einen Prozess gehen wird, der irgendwie so 12 Jahre dauert. Und das ist halt das Problem. Wenn wir sagen, dass tatsächlich also dann müssen die irgendwie was gründen, einen dynamischen Ausleger gründen, der das dann so schnell wie ein kommerzieller macht oder sowas, denn sonst kriegen wir da nie was. Also ich habe für den Rhein-Main-Verkehrsverbund, und der ist nicht staatlich, aber eben jeder weiß, was er ist, für Electronic Ticketing im Jahr 1999 Marktforschung gemacht. Nur mal so als Hinweis für Größenordnungen, die so in dem Bereich üblich sind. Gibt es zu dem Thema Beiträge aus dem Publikum? Dann einmal da hinten fangen wir an. Sie nicht? Okay, ein anderes Thema dann. Mhm. Peter Lindler aus Hamburg, Geschäftsführer von High Solutions, der Geschäftsstelle und Koordinierungsstelle für Elektromobilität in Hamburg. Ganz konkret dazu, ich finde es ein bisschen absurd, dass jetzt, wo sich der Markt richtig beginnt zu entwickeln, wir direkt nach Regulierung rufen und sagen, da muss die öffentliche Hand jetzt aber eine Art Clearingstelle oder Ähnliches schaffen. Schwierig. Ich habe aber zwei kurze Fragen zu Ihnen, Herr Götz, und auch zu dem, was Michael Glotz-Richter gesagt hat. In Ihren Bubbles, die Sie hatten von den Gestaltungserfordernissen auf den Folien, habe ich vermisst Geschäftsmodelle. Warum reden wir so wenig über Geschäftsmodelle? Akzeptieren wir das eigentlich so? Wir reden über Intermodalität. Wir haben nicht ein Geschäftsmodell in Deutschland, was Intermodalität fördert. Wir in Hamburg probieren das gerade aus, indem man die Tarifthemen miteinander verschneidet. Das heißt, als ÖPNV-Kunde zahle ich schon für das E-K oder für das Carsharing-Fahrzeug mit. Auch was Herr Glotz-Richter uns gezeigt hat, und Bremen ist wirklich ganz, ganz weit vorne, zeigt ja nur den räumlichen Zusammenhang zwischen ÖPNV und Carsharing, aber noch kein Geschäftsmodell, was beides inkludiert, also keinen Crossover-Tarif sozusagen. Und die zweite Frage, die Substitutionseffekte, die Sie beide geschildert haben, die werden ja von beispielsweise dem Deutschen Städtetag oder dem ADAC immer wieder kritisiert und in Frage gestellt in Richtung Redundanzeffekte. Das heißt, wir erhöhen erstmal die Verkehre, das Verkehrsaufkommen durch Carsharing, bis dann die individuellen Entscheidungsabläufe, die Sie geschildert haben, auch greifen und es tatsächlich zu der Verminderung des Fahrzeugaufkommens kommt. Also wie stehen Sie zu dieser Kritik von Städtetag und ADAC, und muss man sie nicht in der politischen Debatte viel, viel ernster nehmen? Ja, direkt dazu, Konrad. Also zu dem letzten mit der Substitution. Ich würde also wirklich sagen, warten Sie noch ein bisschen, bis unsere Ergebnisse da sind. Wir haben das wirklich methodisch von vorne bis hinten sehr genau in dem Projekt Share jetzt abgeprüft. Also nicht nur vorher, nachher, sondern in jeder Stadt eine Kontrollgruppe ohne Carsharing, also vorher, nachher, Kontrollgruppe elektrisch, konventionell, und das über 4 Jahre. Danach wissen wir wirklich, was los ist, aber wir sind halt gerade mittendrin. Ich bin mit den ganzen Werten, die da durch die Gegend schwirren, ich habe mir ein paar von den Studien in hochgerateten Magazinen genauer angeguckt, und ich halte da vieles für nicht valide, was da ist schon gut geforscht worden, aber die Annahmen, die in den Modellen drinstecken, auch in internationalen Studien, da bin ich wirklich ziemlich am Zweifeln. Und also normalerweise bin ich nicht der Typ, der sagt, was wir machen, ist das Beste, aber ich würde jetzt sagen, dieses Share-Projekt wird da schon rundherum auf einiges eine Antwort geben. Und die Antworten werden uns nicht alle gefallen, kann gut sein. Zu den Geschäftsmodellen, ja, die stehen nicht da drauf. Bei den Geschäftsmodellen sage ich immer, wenn die technischen Möglichkeiten da ist, wenn die
und eben nicht nur Akzeptanz, sondern auch die Attraktivität der neuen Angebote da sind, dann müssen diejenigen, die da Geschäfte machen wollen, die Geschäftsmodelle entwickeln. Das sehe ich als was, was ich sozusagen, wenn das nicht geschafft wird, dass in so einem Markt gute Geschäftsmodelle entwickelt werden, das sehe ich nicht als die Aufgabe dieser Stakeholder, die ich meinte. Aber man kann die natürlich in die Mitte schreiben und sagen, das ist ein ganz entscheidender Impuls. Und ich würde sagen, das sind entscheidende Impulse, aber das sind nicht die, wo ich sagen würde, wo reguliert werden muss. Oder sagen Sie, doch, da muss sehr viel, also sozusagen im Sinne von Anschubfinanzierung laufen. Vielleicht ist das Ihre Idee. So, dann hatten wir noch mehrere Wortmeldungen aus dem Publikum. Genau, einmal Sie hatten sich schon länger gemeldet. Genau. Ja. Mein Name ist Michael Böke vom Umweltbundesamt. Ich arbeite im Fachgebiet Umwelt und Verkehr. Ich möchte das Thema ganz gerne nochmal wieder auf das eigentliche Thema lenken, und zwar Potenziale neuer Mobilitätskonzepte. Ich hatte jetzt in der bisherigen Diskussion den Eindruck, dass wir zu sehr uns auf Carsharing, stationsgebundenes und flexibles Carsharing fokussieren. Es klang immer schon mal an, Stichwort ÖPNV, Radverkehr, aber die Integration sozusagen dieser Systeme in das bestehende ÖPNV-System und in den Radverkehr kam mir in der Diskussion bisher ein bisschen zu kurz. Wir reden hier über Potenziale. Was sind denn die Potenziale? Meine Frage wäre, welche Umweltentlastungspotenziale können wir heben durch integrierte Angebote? In erster Linie integrierte Angebote heißt aber, Voraussetzung dafür ist ein starker ÖPNV. Das haben wir ja auch gehört in den Vorträgen. Wir haben aber insgesamt sozusagen noch nicht darüber gesprochen, welche Potenziale wirklich gehoben werden können. Ich fand den Vortrag von Herrn Götz sehr anregend. Der hat dieses schöne Bildchen da gezeigt. Was mache ich, wenn ich dann viele Einkäufe habe? Wo gehe ich damit hin? Ich nehme Car2Go. Jetzt haben Sie in erster Linie die jungen Leute im Fokus gehabt. Sie haben es auch sehr schön beschrieben. Es sind die Männer, die Vollzeitbeschäftigten, die Studenten und es sind die Menschen mit hohem Bildungsniveau. Jetzt habe ich mal an mich gedacht, ich habe eigentlich auch ein relativ hohes Bildungsniveau, ich bin auch ein Mann, aber ich würde ein Taxi nutzen, zum Beispiel. Also das heißt, das, was wir schon haben, wir denken oft zu kompliziert und denken, das ist was Neues, aber das Taxi ist doch schon lange bewährt. Warum nutzen wir das Taxi nicht? Nein, genau, es ist nicht geil, es ist nicht cool, es ist zu teuer. Also warum nutzen wir Car2Go? Weil es halt preiswert ist und weil es cool ist. Die Frage ist halt, was bringt es für die Umwelt? Das ist sozusagen für mich die entscheidende Frage. Und jetzt möchte ich noch auf einen Punkt kommen. Was müssen wir tun? Stichwort gestalten. Ein Stichwort wäre Schnittstellen schaffen. Da ist Hamburg wirklich Bremen Vorreiter mit seinen Mobilitätspunkten. Schnittstellen, nämlich Schnittstellen zwischen dem ÖV, dem Radverkehr und dem Carsharing. Ganz entscheidend. Da gibt es Förderinstrumente auch seitens des Bundes. Im Rahmen der Kommunalrichtlinie wird sogar die Hardware, also sozusagen die Infrastruktur, nämlich die Schnittstellen für Mobilitätsstationen, werden gefördert. Ganz wichtig, ganz entscheidend. Ein zweiter Punkt ist das Thema Integration von Angeboten. Es gibt schon eine Reihe von guten Angeboten. Ich nenne nur Hannover Mobil. Die sind jetzt als erste mit dem blauen Engel für ihre Mobilitätskarte ausgezeichnet worden. Ich nenne VVS Mobilpass und es gibt weitere andere, Hannover auch, die sozusagen integrierte Angebote anbieten. Das heißt, die gilt es zu fördern, aber immer im Zusammenhang mit den anderen Verkehrsmitteln. Und mein Petitum wäre eigentlich, den Fokus stärker auf die Integration zu lenken und wegzukommen von sozusagen isoliert, also ist zwar nicht isoliert gemeint, aber es wird sehr schnell geht es in diese Richtung. Danke. Genau, dann hatten wir hier vorne noch eine Wortmeldung. Ja, bitte kurz auch, ja, danke. Auch kurz. Ja. Jürgen Solms, Rat für nachhaltige Entwicklung. Ich wollte gerade nochmal auf die Markteinführung und auf die gesellschaftlichen Bedingungen, die dann auch gestellt werden, eingehen. Haben Sie bei dem Share-Projekt in Stuttgart denn auch, da kenne ich nur die Diskussion mit den Carsharing-Anbietern, dass die sich diskriminiert gefühlt haben wegen der Parkraumfrage. Und das sind dann eben wieder die Fragen, die an die Politik und an die Stadtverwaltung gehen müssen. Was muss ich für die Einführung oder auch die Gestaltung solcher Geschäftsmodelle, die dann irgendwann kommen. Ich weiß nicht, ob in Stuttgart das schon sich trägt von Seiten von Car2Go, aber was muss ich dafür tun, um sowas von der politischen Seite her so diskriminierungsfrei zu gestalten?
will direkt das Podium dazu zur Parkraumfrage was sagen. Wie sollte die Politik das gestalten? Was ist da sinnvoll im Sinne der Umweltfreundlichkeit des Carsharing? Ich kann nur eins sagen, die Parkraumfrage ist aus Sicht der Städte tatsächlich die brennendste. Also ich habe jetzt gerade in Frankfurt erlebt, die Stadt, es gibt da einen sehr, sehr starken Rechtsanwalt, der die Stadt ständig mit Klagen eindeckt, wenn es um Parkraum geht. Die Ökonomen sagen mir, Moment mal, das ist, wieso kriegen die Einwohner einen gesonderten Parkplatz? Das ist eine Bevorteilung, da gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Also man kann sich fragen, ob die bisherige Lösung mit Parkraumgestaltung und Parkraummanagement jetzt tatsächlich so stabil sein sollten, dass da kein Carsharing mehr dazwischen passt, oder ob nicht da doch irgendwas möglich sein muss. Ich weiß, ihr macht da was. Aber das sind, sag mal, die Lösungen sind uneinheitlich und sind umstritten, und Frankfurt handelt da anders als Stuttgart. Ich habe den Eindruck, es gibt bisher keine übergreifende oder nicht die Idee. Aber Klaus Richter wird schon ganz nervös, der hat nämlich. Wir arbeiten ja dran. Wir haben ja 2003 sozusagen eine Rechtskonstruktion gesucht und gefunden, um überhaupt diese Carsharing-Station im öffentlichen Straßenraum einzurichten. Andere Städte haben nachgezogen. Wir haben 2005 dieses in einem parlamentarischen Abend vorgestellt, und daraufhin hat kurz Zeit danach der Bundestag beschlossen, im Juni 2005, das Bundesverkehrsministerium möge doch bitte die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, damit bundeseinheitlich und praxisnah Carsharing-Stationen im öffentlichen Straßenraum eingerichtet werden können. Dann hat das Bundesverkehrsministerium einen Referentenentwurf gebastelt, und das Bundeswirtschaftsministerium hat gesagt, nö, das im Hintergrund hat so ein bisschen Einfluss gegeben, auch von industrieller Seite, nenne ich es mal ganz vorsichtig hier in der Öffentlichkeit, und es wurde einkassiert, und so ähnlich wie mit Alois und der Wolke hat dann auch das Bundeswirtschaftsministerium nicht mitbekommen, dass sich die Rahmenbedingungen mittlerweile sehr geändert haben, dass die Player, die 2005 noch dagegen waren, jetzt selbst im Carsharing-Geschäft aktiv sind. Und derzeit bastelt das Bundesverkehrsministerium wiederum an einem Entwurf für ein Carsharing-Gesetz. Und wir werden sehen in Kürze, ob das wirklich praxisnah ist. Also von daher ist dann ein Lichtstreif am Horizont. Wir haben in Bremen die Anforderungen für Carsharing-Unternehmen, die auf dem öffentlichen Straßenraum wollen. Erstens den blauen Engel, also die Kriterien zu erfüllen. Und zweitens diesen Nachweis zu führen, dass eben substanziell auch zur Parkraumentlastung beigetragen wird. Weil nur darüber kriegen wir die Rechtfertigung des öffentlichen Nutzens, des Beitrags zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch sieht, wirklich, man muss abgrenzen, was ist das sozusagen Wohngemeinschaftsauto und was ist echtes Carsharing mit dem Nutzen für die Öffentlichkeit, und b, dass wir sozusagen die rechtlichen Mindestvoraussetzungen erfüllen, damit nicht sofort das von findigen Rechtsanwälten wieder kaputt geklagt wird. Jetzt hatten wir hier vorne noch eine Meldung. Oskar Reuter vom Wuppertal-Institut. Ich habe mich vorhin schon gemeldet und auch genau zu diesem Punkt. Die Wiebke Zimmer hat am Anfang gesagt, Carsharing nimmt zu, alles prima, und wir machen viele schöne Angebote, und wir müssen aber noch deutlich zulegen, und das kriegen wir dann, wenn wir restriktive Strategien zum MEV kombinieren mit Carsharing-Angeboten, Pull-and-Push-Konzept. Und Michael Klotz-Richter hat Beispiele gezeigt mit dieser Feuerwehrnummer in Bremen und die bekannten Carsharing-Stationen, wo ihr ja Parken fürs Auto wegnehmt und stattdessen Carsharing anbietet. Und jetzt hast du gerade ein bisschen erzählt, wie der Bund viele Jahre braucht, um die Bundesgesetzgebung anzupassen an die Bremer Erfahrungen. Aber das Interessante ist doch, wie schafft ihr das in Bremen, so einen restriktiven Eingriff gegen den Usus Privat-Pkw im Straßenraum erfolgreich durchzukämpfen? Das ist ja nicht so trivial. Und
Wie lautet das Bremer Rezept dafür, was man dann hochvergrößern kann und in Köln oder Düsseldorf oder Wuppertal auch einsetzen könnte? Ja, das verknüpft sich sehr gut mit dem, was Peter Lindler vorhin gefragt hat mit Geschäftsmodellen. Ich glaube, zur Finanzlage Bremens brauche ich nicht allzu viel zu sagen. Es ist bei uns seit Jahren, Jahrzehnten klar, dass wir nicht diesem Problem, zu viele Autos in der Stadt zu haben, auf begrenztem Raum begegnen können mit Tiefgaragen. Das ist einfach irgendwas, das ist klar, das gab es 1980 vielleicht noch, aber nicht mehr heute. Und das heißt, Geschäftsmodell für uns in Bremen ist, wir müssen etwas finden, was wir bezahlen können. Das hört sich jetzt ein bisschen profan an, ist aber recht wichtig. Wir haben sozusagen einen politischen Konsens, wir müssen andere Lösungen finden. Und Geschäftsmodell Nummer zwei ist, Carsharing läuft bei uns ohne Zuschuss. Es läuft sozusagen mit dem Anbieter, der auch nicht firmengebunden ist, also sozusagen an einem großen Automobilkonzern oder Autovermietungskonzern dranhängt, wo man manchmal nicht weiß, wer spielt mit wem, was ist Hund und was ist Schwanz und was wedelt. Die Situation haben wir also in Bremen ein bisschen eindeutiger. Und es ist sozusagen der Entlastungseffekt, das ist etwas, was bei uns ein bisschen in die Köpfe gegangen ist. Also wir wirklich 2003, als wir angefangen haben, waren wir von einer enormen Unsicherheit geprägt. Dann hatten wir 2005 die ersten Untersuchungen, die gezeigt haben, jedes Carsharing-Auto dort an diesen beiden Mobilpunkten hat 9,5 private ersetzt. Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen und dann haben wir diesen parlamentarischen Abend gemacht und so weiter und so fort. Und hatten dann auch noch ein bisschen das Glück, dass wir zur Expo nach Shanghai ausgewählt worden sind, was für unsere Hafenindustrie wieder von Interesse war. Auf einmal wir waren Carsharing und es hat enorm viel Öffentlichkeit gegeben. Und ich glaube, diese Öffentlichkeit ist ein ganz entscheidendes Moment, dass man wirklich immer wieder diesen Entlastungseffekt, der in Bremen mit dem Carsharing verknüpft ist, auch in die Medien trägt, in die Politik, in die Entscheidungsgremien trägt und zu den Bürgern. Dass man dieses wirklich immer wieder klar macht. Es geht also nicht darum, nur irgendwie Parkplätze wegzunehmen. Also wir sind auch nicht auf der Insel der Glückseligen, wenn wir dort die Carsharing-Stationen anlegen, dass alle Hurra schreien. Ja, das muss man auch mal klar sagen. Das ist auch das, was mich übernächste Woche im Beirat erwartet, wird eine interessante Diskussion werden. Aber diese Dinge muss man verknüpfen und klar die Botschaft tragen. Also wir machen hier etwas, womit wir zum einen Carsharing fördern, wir schaffen aber auch Platz, wir machen diese Fahrradstellplätze. Wir haben so viele Fahrräder, die irgendwo an Laternen fehlen, angekettet sind, an Zaunen fehlen und so weiter und im Weg stehen. Da, das ist auch ein Ärgernis. Also all diese Punkte ein bisschen mit aufzunehmen. Es geht nicht nur sozusagen monodimensional um Carsharing, sondern es geht wirklich darum, Gehwege freizuräumen, fürs Fahrrad die Situation zu verbessern. Also Fahrradstellplätze, sichere Fahrradstellplätze, ein wichtiges Thema, übrigens ein unterschlagenes Thema, wenn es immer um Pedelecs geht, weil die Dinger mit dem Gewicht schleppt man nicht die Kellertreppe runter, möchte sie aber trotzdem sicher anschließen. Also all diese Dinge kommen eigentlich zusammen. Und dann eben noch, deswegen zeigt sich dieses Bild mit der Schulwegsicherung, auch städtebauliche Einbindung. Das ist auch mit ein Baustein. Und Geschäftsmodell Nummer drei, wir reden selten über die Kosten des Parkens. Ja, gibt es ein Geschäftsmodell für das Parken in Neubauvorhaben? Wir wenden da, in Bremen kostet ein Neubaustellplatz Tiefgarage 25.000 bis 40.000 Euro. Ja, haben wir dafür eigentlich ein Geschäftsmodell? Das wird auch irgendwo verdrückt. Das sind 10-15% der Baukosten beim Wohnungsbau. Ich muss, glaube ich, so langsam mal stoppen. Ja, einen Punkt. Ich würde nur sagen, das ist sozusagen auch nochmal ein Geschäftsmodell. Carsharing einbinden in Neubauvorhaben. Dann haben, also das ist auch ein wirtschaftlicher Vorteil da. Sozusagen die Summe der Vorteile macht es und das muss man klar herausstellen. Vielleicht kommen wir auch nochmal von da mit Perspektive nachher. Wir wollen ja auch irgendwie Botschaften aus diesem Workshop nachher ins Podium tragen, in die abschließende Podiumsdiskussion. Vielleicht kriegen wir noch mal einen Blick ein bisschen hin auf diese nationale Ebene. Was kann die Politik denn da tun? Oder was sollte sie tun? Wo sollte sie sich engagieren? Wir haben ja gerade gehört, irgendwie die Politik läuft manchmal vielleicht ein bisschen hinterher. Dann hatten wir aber auch so Ideen, brauchen wir nicht vielleicht irgendwie Effizienzvorgaben für die Fahrzeuge? Oder wie kriegen wir das hin, dass Carsharing eben effizient ist und nicht die Reiselimousine?
Sollte sowas auch im Carsharing-Gesetz stehen? Gibt es zu dieser Perspektive nationale Ebene Rahmenbedingungen noch Meinungen aus dem? Da habe ich einen. Ja, Jörg Thiemer-Litt, vom DIFU. Bei der nationalen Ebene spielt es sicher eine Rolle, dass mindestens die Hälfte der Wähler irgendwo in der Fläche wohnt. Und wenn man mal selbst in Berlin guckt, denke ich mal, gibt es auch an den Rändern von Berlin mindestens 500.000 Leute, die nicht diesen Zugang zu diesen Carsharing-Fragen haben. Und auf der anderen Seite gibt es großes Interesse, denn viele Bürgermeister haben ja im persönlichen Umfeld erlebt, dass die jüngeren Leute auch auf dem platten Land die gleichen Bedürfnisse haben wie die Urbaniten in der Stadt. Und jetzt fragen die, was machen wir denn? Und die kriegen immer die Antwort, ja, aber ihr habt da ein stochastisches Problem, geringer Dichte, Car2Go kommt ganz sicher nicht vorbei und das andere, das ist alles so schwierig. Gibt es da irgendwie einen Hinweis darauf, der auch die Akzeptanz des Ganzen auf der nationalen Ebene befördert, indem man auch Lösungen für die Zwischenstadt und fürs platte Land hat? Noch aus dem Publikum Ergänzungen dazu? Genau, da war noch eine Meldung. Guten Tag, mein Name ist Simon Hagmann von der Universität Lüneburg. Ich würde mich gern der Vormeldung und auch dem Herrn vom Umweltbundesamt anschließen, zu fragen, warum wir uns gerade um die Details einer Technologie, eines Angebots drehen, wenn doch der Titel der Veranstaltung auch Strategien und Potenziale neuer Mobilitätskonzepte lautete. Ich würde mich in dem Zusammenhang auch fragen, welches Potenzial diese Technologie für das Stadtumland, für den suburbanen Raum überhaupt hat. Und wenn dieses sehr gering ausfällt, was mögliche Anknüpfungspunkte von Carsharing an bestimmte Pendlerangebote, Sie haben es erwähnt, demografischer Wandel, überhaupt bietet. Und wenn die zu klein ausfallen, welche Alternativen sind nötig, um Klimaschutzziele auch für Mobilität im suburbanen Raum zu verfolgen? Mhm. Noch, genau, Sie waren alle schon, wollen Sie wirklich noch was sagen? Ja, vielleicht. Wir wollen das ja ein bisschen gerecht verteilen. Da hinten haben wir noch eine Meldung. Sie dürfen auch noch mal, aber mal gucken. Mit der Zeit werden wir langsam knapp. Herr Martin Xell vom Öko-Institut, guten Tag. Als kleine Ergänzung aus meiner Sicht vielleicht noch, ich arbeite momentan an dem Projekt Nutzung statt Besitzen vom Umweltbundesamt und da haben wir sozusagen auch noch eine breitere Palette sozusagen der Share Economy in den Blick genommen. Verschiedene Aspekte, die wir jetzt in diesem Projekt schon betrachtet haben, wurden jetzt hier auch schon genannt. Und gerade im Bereich der Mobilität und vielleicht auch in Bezug auf die nationalen Rahmenbedingungen gibt es natürlich sozusagen neben den genannten Konzepten auch noch die sogenannten Peer-to-Peer-Carsharing-Konzepte. Oder was sozusagen vorhin im Titel kurz aufpoppte, war auch noch die sogenannten Mitfahrzentralen, die auch sozusagen plattformgestützt sind und die vielleicht sozusagen in Bezug auf nationale Rahmengesetzgebung, was sozusagen die Carsharing-Angebote angeht, eben auch mit in den Blick genommen werden sollten aus unserer Sicht. Danke. Danke. So, wir müssen, glaube ich, langsam zum Schluss kommen. Noch eine ganz letzte kurze Wortmeldung, damit wir am Ende das noch zusammenfassen können hier. Ich bin für den Bereich Sustainable Cities, für die Geschäftsentwicklung zuständig. Also ich schlage mich sehr viel mit Geschäftsmodellen rum. Eine Frage oder vielleicht eine Anmerkung. Sie sagten, Bremen hat 550.000 Einwohner. Es gibt irgendwie 650 Autos pro 1.000 Einwohner. Also gibt es dann in Bremen ungefähr 330.000 Autos? Nein? Wie viele? 240. 240. Aber nur so, um das im Verhältnis zu setzen, wenn wir 6.000 Autos ersetzen, ist das natürlich nicht wenig, aber eigentlich im Verhältnis, wie viele Autos in Bremen gibt, ist das natürlich, löst das eigentlich die Problematik nicht. Das war also nur eine Anmerkung. Dann habe ich eine Frage zu dem Free-Floating-Elektromobilitätskonzept in Stuttgart. Ich wollte einfach wissen, wie das eigentlich funktioniert. Also das heißt, wie kann ich ein Elektroauto, das ich ja laden muss, einfach überall in der Stadt abstellen? Und wie lässt sich das dann halt eben auf andere Städte anwenden?
Genau, die Frage würde ich dann direkt gleich zurückgeben, aber vielleicht schon können wir dann gleich im Anschluss verbinden mit einer Abschlussrunde, das Fazit aus dieser Diskussion. Ich bin jetzt, da ich, würde ich auch gerne an die drei Inputgeber auf dem Podium geben. Was sind die Botschaften, was wir jetzt mitgenommen haben aus diesem Workshop, aus der Diskussion? Ein bisschen vielleicht fokussiert auf die Perspektive, was kann die nationale Ebene auch tun, um zu unterstützen? Wie können multimodale Angebote gefördert werden, Gesamtsystem, eben nicht nur Carsharing? Wie kann vielleicht dieses Thema effiziente Fahrzeuge unterstützt werden oder kleinere Fahrzeuge? Und was wir auch noch das Thema hatten, wie ist das mit der Datenproblematik? Wer kann da Integrator sein? Ist es die Kommune oder die öffentliche Hand? Oder sollten das die Privaten machen? Vielleicht so als die Fragen. Genau, wer möchte anfangen? Und erstmal kurze Antwort auf die Frage, wie funktioniert es mit dem Elektro-Carsharing? Die Autos lässt man irgendwo stehen und man kriegt ein Incentive, wenn man sie zum Laden fährt. Wir haben die Erfahrung gemacht bei unseren Interviews, dass Studis mit knappem Budget im Winter durch die Gegend ziehen und ein leeres Auto nach dem anderen schnappen und an die Ladestellen stellen, damit sie Incentives kriegen. Also das ist eine Lösung, die, glaube ich, ganz gut funktioniert. Infrastrukturnetz. Ja. Also man braucht eine dichte Ladeinfrastruktur. Das ist Voraussetzung und nicht für jede Stadt einfach mal so kurz zu stemmen. Ja, kostenloses Parken. Diese Parklösung, die bei den Wettbewerbern zum Ärger geführt hat, das ist die Akzeptanz rabiat nach oben bringt. Und ich würde auch sagen, also von wegen, wenn wir jetzt beim Thema Regulation sind, ich wundere mich, dass nicht mehr Städte sagen, wir lassen nur Carsharing zu, was zu, ich weiß jetzt nicht, 80% mit Grünstrom gefütterte Elektroenergie ist. Warum ist Elektromobilität dermaßen unattraktiv in dieser Szene? Besonders dann, ich rede nicht über Tesla, ich verstehe das, eine S-Klasse nicht die Lösung, aber besonders, wir haben immer gesagt, in der Flotte ist es okay, in der Flotte kann man intelligent laden, wir brauchen kleine, leichte Autos, wir können es in Sharing-Konzepten, dort ist es sinnvoll, ja? Also dort ist es sinnvoll. Ich verstehe die Städte da überhaupt nicht. Ich würde da sofort was machen, wenn ich Verkehrsdezernent wäre. Das als Abschlussstatement, oder? Ja, nee, die Frage mit der Zwischenstadt und dem ländlichen Raum, die ist überhaupt noch nicht beantwortet und kann auch von mir nicht beantwortet werden. Aber wenn Sharing im ländlichen Raum, dann geht es nur Free-Floating. Es geht völlig unmöglich, dass ich sage, ich fahre rein, ich lasse das Ding da stehen und ich fahre in die Stadt, arbeite dort 8 Stunden, bringe es wieder zurück und zahle die ganze Zeit, tickt die Uhr. Das geht gar nicht. Also insofern müssen gute Free-Floating-Lösungen für die Pendlerproblematik da sein. Das ist völlig klar. In Stuttgart haben sie ja Esslingen einbezogen und, glaube ich, Leinfelden, soviel ich weiß. In Frankfurt denke ich an diese Kronstadt und so weiter, diesen sogenannten Speckgürtel. Warum denn nicht? Wieso denn nicht? Herr Glotz-Richter, was sollte die nationale Ebene tun, um die Kommunen zu unterstützen? Oder läuft die eh immer hinterher? Naja, also die nationale Ebene kann schon einiges tun. Also wir können erstmal ganz profan anfangen. Unser Parkraumproblem wäre viel kleiner, wenn wir in Deutschland eine Situation hätten, wie in Kanada oder USA und anderen europäischen Ländern, wo eine Parkraumüberwachung überhaupt stattfindet. Und zwar so, dass sie auch dazu führt, dass die Leute sich an Parkregeln halten. Also wir haben hier in Deutschland ein Parkwildwest. Das muss man mal feststellen. Und diese 10 Euro, 20 Euro, die tun nicht wirklich weh. Also das Risiko, erwischt zu werden, plus niedrige Knöllchen, das ist ein Baustein der Probleme, die wir haben. Dass wir als Kommunen Millionen ausgegeben haben für Poller, ist eine Absurdität. Das ist, ist ein Geschäftsmodell, was völlig schwachmatisch ist. Und das liegt nur dran, dass eben in Deutschland
die Knöllchen so billig sind. Punkt Nummer eins. Das ist eine ganz profane Geschichte, aber aus kommunaler Sicht muss das mal schwer betont werden. Und das Zweite, wenn wir uns wirklich auf das Thema Carsharing konzentrieren, dann ist wirklich es überfällig, dass so, wie es in den Niederlanden, in England, in Finnland, Italien, also auch alles kultivierte Länder, eben einfach möglich ist, Carsharing-Stationen im öffentlichen Straßenraum einzurichten. Das brauchen wir hier in Deutschland auch. Und damit, das ist eine ganz klare und wesentliche Aufgabe. Und wenn wir, das ist dann mein letztes Statement, wäre sonst noch viel zu sagen, Intermodalität und ländlicher Raum, also das ist noch ein schwieriges Thema, aber wenn wir uns auf die Stadt konzentrieren, und da sind 6.000 Autos in der Bremer Innenstadt eine ganze Menge, und wir reden in Bremen sehr stark über die Verknüpfung mit dem Fahrrad, mehr als mit dem ÖV in der Innenstadt. Wenn wir in die zweite Gürtelebene kommen, dann ist es mehr der ÖV, weil die Wegelängen größer sind. Aber 6.000, das ist eine kritische Masse. Das ist so wie in London mit den 18% weniger Verkehr, damit es überhaupt wieder fließt. Also das müssen wir in einer ähnlichen Größenordnung sehen. Und wir sollten eine Verkehrsart nicht aus dem Blick verlieren, das ist das Zu-Fuß-Gehen. Das Zu-Fuß-Gehen als reinen Wegezweck, aber auch als Zubringer zum ÖV. Und wer in den Städten zu Fuß geht, ärgert sich grün und blau, manchmal sprichwörtlich über wild geparkte Autos, wo man nicht rüberkommt. Und das ist noch ein Aspekt, den wir bei Stadtgestaltung wirklich als Benchmark nehmen sollten, die Fußgängerfreundlichkeit der Stadt, weil das hat auch was mit Behinderten- und Kinderfreundlichkeit zu tun und Stadt als Lebensraum und Lebensqualität. Super, danke. Dann das Abschlusswort. Ja, Abschlusswort würde ich es nicht. Ich würde doch gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen. Also klar, jetzt, wenn man sagt, man fasst zusammen, ist irgendwie klar, Voraussetzung ist ein starker ÖPNV und, was Michael Böke gesagt hat, Schnittstellen schaffen zwischen ÖPNV, Radverkehr und Carsharing. Wenn ich diese Schnittstellen schaffe, heißt das aber auch, ich vernetze die Verkehrsmittel miteinander. Das bedeutet, wir haben diesen Datenwust. Ja? Also für mich heißt neue Mobilitätskonzepte, ich habe kein eigenes Auto, sondern ich habe meine Smartphone-App und die sagt mir, wie ich am günstigsten von A nach B komme. Und wenn man das einen Schritt weiter denkt, so wie Amazon es heute macht, die wissen, was meine Präferenzen sind auf der Basis von dem, was ich bisher immer bestellt habe. Ja? Und so stelle ich mir mein neues Mobilitätskonzept zukünftig auch vor. Meine App weiß irgendwie, ich fahre auch bei Nieselregen, weil ich habe gerade eine neue Regenjacke gekauft. Sprich, der bietet mir an, ich kann bei dem Wetter heute irgendwie hierher fahren mit dem Fahrrad, um dann abends, weiß der Himmel, wo kann man jetzt sein Fahrrad mitnehmen? Ja, Straßenbahnhaltestelle vor der Tür, wenn ich irgendwie nicht mehr mit dem Rad fahren will, weil es mir zu kalt wird, nehme ich das halt in der Straßenbahn mit. Was ich aber sagen will, ist, dass da ein riesiges Datenvolumen hinterliegt. Ja, und das ist, ich bin überhaupt nicht für vorzeitige Regulierung, der Markt soll sich entwickeln, das ist irgendwie keine Frage und man muss gucken, wo das hinläuft, aber es wird darauf hinauslaufen, dass es diese Datenmengen gibt, die ja, mehr oder weniger öffentlich zugänglich sind. Und das ist eine Frage, wo, genau, deswegen ja auch thematisiert von den Verbraucherverbänden. Und ich glaube, da sollte man sich frühzeitig Gedanken drüber machen, wie man das handelt. Ich will das überhaupt nicht verbieten. Ich möchte auch genau so mit meiner App von A nach B kommen in ein paar Jahren. Aber ich möchte auch sicher sein, dass da kein Schindluder mitgetrieben wird. Das heißt, Rahmenbedingungen sollte man zumindest andenken und nichts überregulieren. Bin ich völlig dagegen, aber im Blick behalten und es auch thematisieren, ja, weil das ist kaum Thema im Moment. Das wäre mir wichtig nochmal. So, dann schließe ich jetzt hiermit den spannenden Workshop. Danke Ihnen für die Diskussionsbeiträge. Jetzt ist Mittagspause draußen. Es gibt sowohl hier vorne was zum Essen, wenn es sich hier zu doll knubbeln sollte, auch nochmal in dem Raum hinten. Und ja, vielen Dank dafür und ich wünsche Ihnen auch viel Spaß bei dem weiteren Tag heute.